So, hallo, willkommen bei einem neuen Fanspinning-Tutorial zu dem Trick, den Thump Around Reverse. Den Thump Around, den können wir alle, oder? Das sieht so aus. So, und jetzt muss der ja auch irgendwie zurückkommen, ne? Machen wir einen Thump Around Reverse dafür. Machen wir hier wegen mehr Licht. Ja. So. Also, ne? So sieht er aus. Auf jeden Fall, wie macht ihr den? Der Stift, der liegt so auf dem Mittelfinger leicht auf. Auf dem Knöchel, ne? Mit dem Zeigefinger, mit dem Daumen haltet ihr den ein wenig fest. Nicht das. Also nur, dass das so fließt. Anwiesen ein bisschen. So. Dann hier hinten, so was da aufliegen. Und hier hinten habt ihr den Zeigefinger wie in so einer Krallenform, ne? Wie so ein Pirat mit seinem Haken vorne dran. Und dann drückt ihr den einfach zurück. Dabei ist wichtig, dass ihr euren Zeigefinger runterziehen müsst. Weil sonst stößt er da dran und fällt die ganze Zeit runter. Ja, am Anfang ist es vielleicht schwerer, aber es bringt euch dann später weiter. Wenn ihr den am Anfang so mit dem Thump Around einschießt, und dann ist es sau wichtig, dass ihr den so fangt. Aber nicht so wie beim ganz normalen Thump Around, wo ihr den so wie einen ganz normalen Stift fangt. Und ihr müsst ihn so fangen. Und ja. Auf jeden Fall. Was kann man dazu noch sagen? Ja, das Fangen ist halt das Wichtige, dass ihr den nicht so fangt, sondern echt hier hinten. Oh, wieder die Krallenform, wie hier, ne? Können wir auch so nehmen, einfach die Kralle beibehalten. Was kann man dabei machen? Danach machen. Zum Sonic hin. Scheiße. So, oder nach dem Infinity mit dem. Ja, das war's eigentlich so im Großen und Ganzen. Dann bis zum nächsten Mal. Und ja,